Hartholz, ja, ich brauche Hartholz hier auch. Das war das, warum ich nicht verbessern konnte. 40 Stück. Sonst hätte ich alles. Na gut. Aber wie mache ich das jetzt mit dem Streicheln? Ich guck mal sowieso, wo ich einen Computer herkriege. Ach ja, das Hartholz. Das gute alte Hartholz. Oh, das sieht ja schön aus mit den Kürbissen. Das gefällt mir. Das ist schön. Was passiert hier eigentlich? Das Haus verfällt. What the fuck? Die Natur holt sich alles wieder und das kümmert die alle gar nicht. Willst du einen Pilz? Nee, willst du nicht. Okay, die kann man nicht daten. Helfen? Nee, ich will, dass sie verschwindet von hier. Interessant. Die Natur holt sich das hier wieder und will die loswerden. Das aber nur bei dem Gebäude, ne? Die Schweine. So, was gibt es denn hier Schönes? Neuer Stil verfügbar. Javanesisch. Das soll japanisch heißen, oder? Wow. Oh fuck, da sehe ich mich. Das ist ja voll mein Stil. Richtig geil. Oder ist das... Nee, das ist ostasiatisch. Oh geil. Oh mein Gott, ich will das alles haben. Nee, nee, nee. Also ein paar Sachen von hier und das hier alles. Das, oh, geil. Das ist ja voll meins. Bambusbrunnen, nice. Königliche Brücke. Oh, wie schön. Königlicher Steinweg, toll. Dann kann ich wieder den ganzen Weg abreißen. Okay. Da sehe ich mich. Hier gab es nur Kochsachen. Ja, ja. Da hole ich mir jetzt nochmal das Gewürzset. Ich habe das ja vorhin alles umsonst geholt, weil es abgestürzt ist. Das altbekannte Hartholzproblem. Mhm. Oh, das ist Halloween-mäßig langsam hier gestaltet. Oh, das gefällt mir. Geil, ich liebe das. Ich liebe Halloween. Schwarzer Schwalbenschwanz, den hatte ich noch nicht. Mischwarenladen. Möbel. Könnte man hier nicht auch Elektronikgeräte holen und sowas? Oder ist es im Möbelladen da? Ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt gerade nicht richtig aufgepasst. Ich guck nochmal. Warte mal. Innenraum. Ah.
Ein Party-Kekstisch. Geil. Ein Disco-Neon-Hund. Das ist ja cool, was es alles gibt. Klassisches Piano. Cool. Eine Nudelbox. Okay. Neues Muster wäre eigentlich auch cool. Aquarium. Aber wo hole ich denn jetzt einen PC zum Beispiel? Kann ich den überhaupt holen? Langes Disco-Plakat. Ein Wellenbild. Das will ich haben, gib her. Wir müssen uns auch mal Deko gönnen. Ein Disco-Huhn, ja, das ist wieder deins, ne? Schick, schick. Kannst du denn auch den Streichler? Wo kann ich das denn kaufen? Ich bin gerade verwirrt. Ist aber schön, dass du über den Streichler lachst. Oh Gott. Hey, so ein neuer TV wäre eigentlich auch nicht schlecht. Und Fettiwand. Disco-Lippensofa. Ach du Kacke. Oh, sieht das scheiße aus. Oh, als Gag muss ich mir das irgendwann kaufen. Aber das sieht richtig scheiße aus. Aber das muss ich mir irgendwann kaufen. Geil. Das ist so richtig hässlich. Ach du Kacke. Hui. Oh Mann. Baumsaft. Okay. Von der Person vom dem Brief, den du bekommen hast. Ach, scheiße, wer war das? Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ist das hier noch irgendwo? Guten Morgen, ihr Nachteulen. Wollt nur kurz reinschauen. Ich mache mich mal zur Arbeit. Ich wünsche dir viel Erfolg. 2x LT. Oh,
das Menü hatte ich auch noch nicht. Drittes Auge. Hilfe. Notizen. Oh mein Gott, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ach du Kacke. Es gibt Schatzkarten. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist so viel hier. So, warte. Laborgerät aufregend. Ach so. Ling war das. Ah, das war Ling. Ah, danke. Die Lingling. Oh, was gibt's hier? Sorry, wir sind jetzt ja Ach, mein Gott, ey. Weißt du, das ist so ein Ausrufezeichen, so, um dich dahin zu locken und dann ist da nichts. Lingling? Lingling will ich euch alle töten! Ich will auch Tacos. Wie kommt jetzt auf Tacos? Gerät entwickeln. Stabiler Computer. Oh, ich muss erst die Sachen alle holen. Willst du mich verarschen? Automatische Streicheln. Das sieht so falsch aus. Ach du Kacke. Und ich brauche Wolle. Ey, gut, dass ich ein Schaf gekauft habe. Ey, ohne Witz. Ich wusste nicht mal, dass ich das Schaf brauche. Das war instinktiv. Wow. Ja, moin. Automatischer Sammler. Osmium Seetang Essenz. Der sammelt dann automatisch die tierischen Produkte ein. Sammelprognose. Beschreibung der Computerbeute. Computerfisch, Computerinsekten. Das ist ja geil. Ein Fütterungsgerät. Oh, 15.000. Ich brauche Geld. Also es scheitert jetzt gerade eigentlich nur an die Wolle und ans Geld. Kub- und Scheunengebäude aufwerten. Was? Heißt das, sie wollen jetzt, dass ich Stufe 2 Sachen habe? Ich glaube, ich mache als erstes einen Computer. Batterie. 10 Batterien? Wo? Ich habe 2 Batterien. Wo soll ich denn... Einmal von ihr holen und danach kannst du das so oft, wie du willst, herstellen. Ja, das sind ja die Rezepte, genau. Aber what the fuck? Weißt du, die schickt mich runter ins Meer. Ich soll die Meeresbewohner dort freundlich gesinnen und das, den Meeresboden sauber machen. Und das ist der Dank? Das ist der Dank? Wir machen sehr gut... Wir? Ich... Ah! Bier! Ich glaub's ja jetzt. Ist klar. Und wir haben auch alle hier Note 4 und alles hingekriegt, ne? Wir alle zusammen. Mm. Ihr Helden alle. Kein Flu. Ey, Mann, bin grad sauer. Lass mich doch. Du sollst den Ozean retten und das ist dann dein Geschenk. Aha. Nicht. Stirb, Käfer, stirb. Ich bin sauer. Oh, Mann. Kurzflügler. Ja, ich habe auch gerade eine kurze Lunte. Schweine. Du hast ja keine Lunte, Liz. Nee, ich habe auch kein Hartholz.
alles scheiße. Mann. Was ist das für ein süßes GIF? Oh, das ist ja süß. Kann ich das kuscheln? Ich brauche das gerade. Geh mal so einen Weg. Was ist das für eine fette Raupe? Weg ist sie. Die ist einfach ins Wasser. Die hat einfach. Die wollte auch nicht mehr. Du kannst dich im Bett an den Ducky Makura kuscheln. Oha! Ich meine, ja, mache ich auch, aber oha, was ist denn das hier jetzt? Oh, wie süß. Oh, das ist ja cute. Oh, die GIFs sind sehr süß. Und hallo, Krehl. Fette Raupe, ich komme gerade jetzt aus dem Bett. Ah, schön. Wunderbar. Geht's, bin auf dem Pokémon-Shiny-Suche und nebenbei auch manchmal an, meine Gildenbasis allerhand zu holen. Achso, und hallo Shadow Ghost, sorry. Ich bin gerade ein bisschen... Es läuft wild. Sehr wild. Noch eine Stunde. Wir haben es bald geschafft. Mein Schaf ist nackt und im Boden reingebackt. Ich glaube, es ist besessen. Es ist besessen. Wolli, was ist mit dir? The fuck? Was wurde ihm an... Ich habe ihm nichts angetan. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Es passieren Dinge. Ich weiß auch nicht, warum ich so ein nacktes Schaf bekomme. Interessant. Naja. So, erstmal Temperaturmaschine. Dann werden die nicht so schnell krank. Aber warum ist denn das Schaf nackt? Wieso kriege ich so viel Fragen? Und du wirst hier nicht... Nein, nacken! Du kommst hier nicht weg. Nee, 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 nee. Ja, du brauchst jetzt gar nicht da versuchen abzuhauen. Ihr könnt mal alle wieder reingehen. Ihr seid ja sowieso da schlecht gelaunt. Es regnet ja. Die Wolle muss ja erst wachsen, sonst könntest du es ja gleich scheren. Ja, ich weiß, es war ja nur gerade sehr erschreckend. Vor allen Dingen, weil der auch so besessen auf mich zukam. Das war ein bisschen gruselig. D
Gib mir doch endlich mal Hartholz. Das ist so schönes Hartholz, ne? Und ich kann es nicht sammeln. Zwei Prozent ist halt nicht so mega hoch. Es ist die einzige Chance, die ich habe. Warte mal, wie viel habe ich überhaupt hier drin? Ich habe drei. Fuck. Ich glaube, ich brauche fünf für die Verbesserung der Axt. Gib mir. Zeit wird langsam knapp, nur noch 57. Oh, Gott sei Dank. Endlich. Endlich ist mein Ziel in Sicht. No, Alter Klaus. Warte, wir legen mal drauf. Ja, ihr mich auch. Ihr wollt doch auch alle ins Bett. So sieht's aus. Ich brauche Kippen irgendwie. Ja, gib. Ich habe ein Hartholz gewonnen. Ja, 2%. Oh. Sind wir noch nicht da hier? Okay. Was soll ich denn jetzt noch abholzen? Ist doch bald alles weg. Das geht nicht. Hier sind noch ein paar Bäume. Wer hält dich davon ab, ins Bett zu gehen? Ihr. Ich gebe euch einmal die Schuld. Ich will das jetzt durchziehen, so. Bei mir ist es so, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann, ja. Dann ist vorbei. Hier ist bald einfach keine Natur mehr. Ich habe ja einfach dann alles abgeholzt. Danke. So, jetzt habe ich schon mal 5. Ich glaube, ich brauche... Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich brauche 10, aber ich kann ja mal gucken. Ich weiß nicht, was hier gerade diese Geräusche macht, aber... Lass das! Das ist ja Fluchen. Miau.
Ja, wahrscheinlich hat der schon zu, ne? Wobei, ist es Sonntag? Hat der überhaupt offen? Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist zu. Okay. Ja, Sonntag ist immer. Nee. Draußen wird es hell gerade. Ich sehe nichts. Wow. Hallo, Water Cave. Kennt sich jemand mit MMOs und Gildenläden aus? Ich frage mich, dass günstig kaufe und teuer wieder verkaufe, ob das was bringt oder ob Farm besser ist. Ich kenne mich nur mit der Programmierung Suche und Farming von Items aus. Pff, gute Frage. Ich glaube, ich könnte nicht mal mehr irgendeine gescheite Antwort geben. Ich höre gerade die erste Straßenbahn anfahren. Willst du mit mir spielen? Wisst ihr, manche Leute um die Zeit schlafen, aber nein, Liz hier beschließt einfach mal so spontan einen Sabaton zu machen und hält hier alle wach. Ich hab das nicht entschieden. Ich wollte pünktlich um 23 Uhr ins Bett und ich hätte jetzt auch schön geschlafen. So, das packe ich erstmal hier hin. Aber ich bin wieder schuld, ja? Ja, du Liz, ich hau dich gleich. Ossi ist schuld. Ossi ist schuld an allem. Ossi ist auch schuld, dass die Zeit bald abgelaufen ist. Ach, guck mal, das hat es automatisch gemacht. Was ist das? What the fuck? Boah. Ich hab Geist gemacht und bin schuld. Du hast alles gemacht. Ach komm, bei der Hitze hättest du eh nicht schlafen können. Doch. Wenigstens ein bisschen liegen, weißt du? Danke. Das Niesen hat gerade voll im Kiefer wehgetan. Weil jetzt ist meine rechte Seite verspannt und ich kann nicht richtig zubeißen. Ach, liegen, schmiegen, ja, liegen, verbiegen. Ich habe nur ein Bier getrunken, man kennt es. So, Bobby, bleib cool. Okay, ich wollte nur schnelle Verschnaufpause einlangen nach meinem Siegestanz und dir eine Nachricht schreiben. Ich muss zugeben, die Aussicht von oben ist schon atemberaubend. Du hast dir Mühe gegeben, aber nun ja, Beluga Bay hat schon etwas Besonderes, diesen besonderen Zauber. Bis dann. Was schreibt ihr mir für bescheuerte Nachrichten? Das will ich gar nicht wissen. Die schreiben mir einfach ihre scheiß Post hier zu mir. Die sollen mich in Ruhe lassen. Wir haben einfach fast den Herbst geschafft. Krass. Papayas muss ich auch noch irgendjemanden abgeben. So viel zu tun. Du. 169. Oh, soll ich Hartholz verkaufen?
wann hast du das letzte Mal pünktlich ausgemacht? Das waren immer mindestens 10 Minuten und mehr spät. Hey, was soll denn das jetzt? Ich war so gut wie immer pünktlich, ja? Arapaima. Schenke Valentina eine Sonnenblume. Kürbis. Das ist ein Fisch, okay. Sonnenblumen habe ich gar nicht mehr. Da kann ich gucken, ob ich den finde. In Kürbis. Oh. Liz war stets bemüht. Ja. Bei Hartholz muss ich an Stardew Valley denken. Das letzte Update hat letztens die Pilzhöhle kaputt. Meinst du Höhle? Pilzhöhle kaputt gemacht? Oh, das ist schade. Hallo Flo. Ich bin gar nicht mehr da. Das ist eine Lüge. So, Emma und Bre. Emma, Bre ist... Ach, das ist... Oh, das ist die Kugelfischtante. Und Emma ist die hier. Wo waren die denn? Emma ist sehr stolz auf ihren Imbisswagen. Ihr Imbisswagen... Aha. Ah, der in der Stadt selbst. Noch 45 Minuten. Ja. Dann gehe ich in Rente. Wie lief die Nachtschicht bisher? Alle topfit und alle super drauf. Also das kann ich nicht bemängeln. Bei mir ist der geistige Verfall vorhanden. Aber sonst alles super. Wie Rente? Ja, Rente. Für ein paar Stunden. Ist das nicht der Imbiss von ihr? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe sie auch unten irgendwo. Verlassenes Gebäude. Kann ich das kaufen? Wo wohnt die denn? Ah ja, die wohnt da oben. Wow. Oh Gott, das Riesenhäschen Taiba. Yay, geistiger Verfall. Hallöchen. So, die wohnt hier. Wo ist sie? Wir sollen rauskommen. Mach die Bude auf. Guck mal, die gießt schon die Blumen. Dipper, hol mal die andere raus. Die will die Papayas. Habe ich die jetzt überhaupt mitgenommen? Ja, habe ich.
Wann kommt jetzt diese Musik? Das ist ja... Das ist ja wunderbar. Mein Spiel mobbt mich. Kein Seba mehr in der Schneehöhle. Da steht nichts, ob welche Angel oder ob ich Wasser oder an Land. Das ist kacke, sowas. Schön, dass noch so viele Leute da sind. Ja. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht an einem Montag um die Uhrzeit. So, 9 Uhr macht es auf. Ich hoffe, die kommt dann da raus. Also können wir Mittwoch auch machen. Ist das eigentlich ein 12-Stunden-Special-Stream? Nee, der Chat hat vorhin einfach entschieden, dass wir einen Sabaton machen. Und das ist die Zeit, die da oben ist, ist noch der Rest von heute. Ich wollte um 23 Uhr ausmachen. Plus die Zeit, die reingebetet. Und ich habe einfach beschlossen, mitzumachen und jetzt sitze ich noch hier. Das war die dümmste Idee meines Lebens. Ja, okay, geh pennen, Mann. Leg dich hin. Du musst noch später arbeiten. Ah, da ist sie. Bleib hier. Ich habe eine Questaufgabe für dich, bitte. So. Was haben wir? Jetzt gehen wir zu die Kugelfischdame. Und dann stopfe ich ihr die Raupe in den Mund. Das klingt falsch. Ja, ich muss selber bald wieder aufstehen. Also ich habe auch nichts mit Aufschlafen. Aber ja, schlaf gut. Danke, dass du da warst. Erhol dich gut, ne? Will die das nicht haben? War das nicht die Bree? Bin ich jetzt so verwirrt. Ist das nicht die Kugelfisch-Tante? Die sieht dir ähnlich. Das ist eine andere. Die sieht dir voll ähnlich. Also von der Haarlänge und so war ich jetzt gerade. Wo ist die denn abgeblieben? Die habe ich doch auch immer öfter hier gesehen. Beim Weingut? Ist es die jetzt? Eieiei. So langsam bekomme ich Hunger. Ja, dann musst du was machen. Such dir ein paar Insekten unterwegs. Es entstand sich gerade sehr nach der Arbeit was anderes. Ach so, du bist schon direkt zu Hause. Okay. Okay, ich dachte, du bist noch... am Laufen. Und gerade kurz reingucken. das weiß ich. Das weiß, glaube ich, Flo auch nicht. Das ist irgendwie random. Alter. Wo ist das Weingut? Das laufe ich die ganze Zeit vorbei. Das ist da unten. Meine Güte. Ist sie noch zu Hause? Ich weiß es nicht. So, bitteschön. 150. Das hatte sie gar nicht gelohnt. Süße. Taco. Ja, Taco ist süß.
Ich habe in Borderlands 1 und das Pretty Sequel durch und im Bloodgreen sind es 130 gespielte Stunden in einem 20-Stunden-Speedrun. Such die. Ja, Kanalpunkte kann jetzt der Bot nicht einbinden. Das ist ein bisschen schwierig. Da gönne ich mir doch die 10.000. Yo! Wir können eine Goldaxt machen. Ja! Endlich. Wir haben es geschafft. Ja, das zählt, Tyra. Ja. Mensch, das ist ja ein Traum. Ja, ja. Ja, goldenes Kappa. Ihr mich auch, ey. Ist das Coral Island Spiel eigentlich mit oder ohne Besuchen von anderen Leuten? Ich glaube, das geht nur einzeln, aber ich bin mir da tatsächlich nicht sicher. Aber es macht sehr viel Spaß. Also ich kann das echt empfehlen. Ist auch im Game Pass drin, falls man das nutzt. Was ist denn das eigentlich mit dem goldenen Kappa eigentlich auf sich? War wohl noch nicht da, als das Thema war. Ich hatte von den goldenen Kappa Hype Train. Man nennt es auch den Scam Hype Train. Du hast dann das Emote 24 Stunden lang. Also das goldene Kappa. Und das wird, es kommt halt random. Das ist Hype-Train. Und es wurde heute gar nicht schamlos die ganze Zeit ausgenutzt. Mir das reinzuwürgen, das goldene Kappa. Ja, ja, ja. Ist okay. Ach du auch, ich habe das Kappa aus einem anderen Kanal. Hab mich schon gewundert, warum du das auch hast. Ja, ich habe das heute auch gehabt. Das erste Mal, das war sehr weird. Verwirrt, verwirrt, Verwirrung ist verwirrt. So. Hier ist auch mehr Salz. Ich habe das hier überall irgendwie verteilt, diese Scheiße. Ich mach mal noch ein bisschen Sake. Einmachglas. Huch.